So, ich starte irgendwie immer eine Folge mit so. Warum tue ich das so immer? Weiß ich auch nicht. Und willkommen zurück zu Dark Souls 3. Oh Mann, stumpf. Stumpf, stumpf, stumpf Quadrat. Gut, hier haben wir noch ein paar Gegner zu killen. Wie war denn hier alles nochmal? Da war irgendwas? Kann sein, dass der da gleich runterfällt oder so? Oh, nee. Ah, genau, die falschen, die runterfallen. Also genau die anderen. So. Oh, ich bin auch mal gespannt, wie viel Schaden macht das denn? Oh, das macht auch richtig gut Damage. Ja gut, weil der Feuerball halt direkt reinfliegt, sozusagen. Oh, jetzt haben wir nicht mehr genug Mana. Schade. Naja. Wir können aber dann das da machen. Bam! Der Angriff ist eigentlich ganz gut. Den müsste ich echt mal öfter benutzen. Aber ich frage mich, ob es jetzt einen noch schwereren Angriff gibt. Also wir haben ja... Oh, jetzt muss ich nachdenken. Wir haben ja einen leichten Angriff. Und wir haben einen schweren Angriff. Und jetzt ist das der Power Stance. Und jetzt gibt es eigentlich im Power Stance auch nochmal einen leichten Angriff. Und es müsste auch hier einen schweren. Ach, das ist der. Genau. Okay, verstehe. Ja. Den müsste ich irgendwie auch mal ausprobieren. Aber jetzt haben wir leider keinen Mana mehr. Naja, so. Konnte man hier noch irgendwas machen? Nein, ich glaube, hier geht es nur wieder runter. Aber hier geht es noch weiter. Vorsicht vor links. Ah, du lebst. Okay, verstehe. Vor allen Dingen können wir den Angriff machen, ohne Dingens, ohne Mana zu verbrauchen. Das ist gut. Also auch jetzt, wo wir keinen Mana haben, können wir den trotzdem machen. Oh, kann man den eigentlich stacken? Zack. Ne, danach macht er einen normalen Angriff. Okay. Bam. Oh, One Hit. Lol. Ach so, nicht ganz. Ja, na toll. Gut. So, aber ich glaube, da ist noch einer. Genau. Dichter kennen wir doch. Ah, oh, verdammt. Den muss ich irgendwie üben, den Umgang damit. Bam! Aber der ist ganz gut eigentlich. Ich muss das sowieso mehr machen mit den schweren Angriffen und alles variieren und überlegen, wann welcher Angriff gut ist und so. Ruhig bleiben voraus. Ja, ich glaube, die da fallen runter, wenn man hier läuft. Ah, sie fallen auch runter, wenn man an die Truhe geht. Auch gut. Gut zu wissen. Oh, ja, guckt euch mal den Angriff. Ah, ja, weil die richtig verwundbar sind gegen. Oh, nice, gegen Stichschaden. Und so ist es Stichschaden, während es so wahrscheinlich irgendeine Form von Schwungschaden oder sowas ist. Auch wenn es irgendwie anders heißen wird. Menschliches Harz. Oh, 4 Stück, das ist nice. Oh ja, da muss ich mehr dran denken. Unbedingt. Nicht einfach nur ganz stumpf immer Linksklick. So, ah, es wird jetzt ein bisschen kritisch. Oder die Stelle kann kritisch werden. Nochmal gucken, wie nah wir rankommen, bevor die uns merken. Oh ja, ah, verdammt. Hätten die uns einfach so auch bemerkt? Oder war das jetzt, weil wir. Aua, fuck, 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 weil wir eine Truhe kaputt gemacht haben. Aber das mit der Truhe finde ich eigentlich sogar ziemlich cool, wenn die darauf achten, sozusagen. So, die will zaubern. Nein, danke. Bam, bam, bam. Und nein, danke. Und Stich. Und Stich. Ah, ach so, die schweren Angriffe kann man auch stacken. Okay, also wir haben erst den da und dann den da. Schön. Verstehe, Missionarhose. Nicht, dass ich das nicht alles schon kennen würde, aber ja, die Menge der Benutzung ist ja doch, ja, recht minimal. So. So. Ist da unten eigentlich auch noch was? Geht da einfach immer so hoch? Nee, hier unten scheint nichts mehr zu sein. Okay. Gut, hier oben kann man irgendwie auch noch Dinge tun und Dinge lassen. Aber keine Dinge lassen tun oder tun lassen. What? What the fuck? War hier nicht noch ein Item irgendwo? Da ist ein Item. Also hier ist das Item. Flynns Ring. Visionen von toller Aussicht. Naja, die Skybox finde ich jetzt nicht so toll. Die da ist ganz cool. So zurückblicken auf das. Oh ja, das ist echt cool, wenn man jetzt so auch so ein bisschen windig so und dann so zurückblicken auf das Gebiet, was man so bereinigt hat, gesäubert hat. Okay, also verringerte Belastung erhöht körperliche Angriffe. Verringerte Belastung erhöht. Ah, okay, also wenn wir wenig tragen, machen wir mehr Schaden. Ja, gut, das brauchen wir vielleicht nicht unbedingt. Blutungsresistenz brauchen wir im Moment auch nicht so oft. Das auch nicht. Erhöht Schadensminderung bei geringem TP. Ja, also im Prinzip so, dass wir halt weniger Damage kriegen, wenn wir wenig Leben haben. Um das mal oben zu formulieren. Ich muss sogar mit der Maus wieder hier auf diesem Bildschirm. Ja, kann man ganz gut tragen, denke ich, aber dafür haben wir einfach im Moment nicht genug Belastbarkeit. So, Zeit für Absprung. Ja, man kann da doch auch einfach so rollen, ne? Genau.
Das hatte ich beim ersten Mal auch gar nicht wahrgenommen, dass man hier so drauf kann. Ich weiß nicht, war für mich irgendwie... Naja, Skybox nicht, aber... Ich hab's einfach nicht wahrgenommen. So, ah, noch zwei Heimatknochen. Uns ist hier außen nichts, dann können wir also nur reingehen. Nach oben kommen wir wohl auch nicht. Können aber wohl nach da runterrollen, springen, was auch... Was? Echt gestorben deswegen? Oh, scheiße. Oh Mann, ich wollte rollen an der Stelle. Oh. Ich wollte eigentlich auf diese drei Bretter da drauf rollen und dann von da aus... Ja. Da muss ich den Weg da jetzt nochmal hinlaufen. Bis gleich. So, ich stelle gerade fest, dass ich vielleicht doch diesen Blutungsresistenzring auch mal anziehen sollte. Weil zum Beispiel die Damen hier auch einfach dick Blutungsschaden machen. Also, wenn unser Blutungsmeter voll ist, dann haben wir halt so eine Dauerverblutung. Was? Alter, wie weit die nach vorne gekommen ist? Die andere ist überhaupt nicht weit nach vorne gekommen währenddessen. Oh Mann, das ist jetzt kacke. Oh shit, ich will nicht nochmal sterben hier. Ich muss an meine Seelen, ich muss an meine Seelen! Ich muss an meine Seelen, ich muss an meine Seelen! Seelen, 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 Seelen! Kommt ihr eigentlich raus? Oh, ihr kommt nicht raus. Oh, das ist interessant. Warum kommt ihr nicht raus? Wollt ihr nicht draußen kämpfen? Weil ich will euch eigentlich besiegen gerade. Auf zurück zu gehen. Warum gehst du zurück? Wieso tust du das? Karl, wieso hast du all diese Menschen umgebracht? Get wrecked. Und warum kriege ich keinen Backstab auf die hin? Alter, ich stehe doch genau hinter denen. Und Backstab. Nein, es geht aus irgendeinem Grund nicht. Abgefahrene Scheiße. Stirb. So. Jetzt haben wir hier wieder alles aufgeräumt. Geht doch. Okay. So, Versuch 2, da irgendwie an dieses eine blöde Item da unten zu kommen, was wahrscheinlich auch noch total useless ist. Behaupte ich jetzt einfach mal. Und mit einmal drücken rollen wir. Verstanden. Ist nur blöd, wenn man vorher anlaufen will und dann in der Rolle, im Lauf rollen will, weil das kann ich einmal kurz erklären. Also, wenn ich W drücke und Leertaste, roll ich. Wenn ich W gedrückt halte, fange ich an zu laufen. Und wenn ich dann einmal drücke, dann springe ich. So, wenn ich aber W gedrückt halte... Dann zweimal... Ja, VF-Effekt. Das ist genau das, was ich irgendwie nicht hinkriege. Man kann nämlich laufen und dann im Lauf rollen. Und dann rollt man weiter, als wenn man nur im Gehen gerollt wäre. Das war eigentlich so der Plan, aber irgendwie... Ha. So, wir können auch laufen und dann springen und müssten dann auch da landen. Genau, jetzt ist der Fallschaden auch viel geringer. Vor allem, wenn ihr euch mal anguckt, wie gering der gerade war, der Fallschaden. Unsere Lebensleiste war vorher nicht mal voll. Und jetzt bin ich... Wie viel? Naja, gut 3 Meter oder so waren das schon, schätze ich. Mehr gefallen und deswegen einfach komplett tot. So, das hier ist die... Oh, das ist interessant. Das ist die Rüstung von... Mera-Rüstung. Von... Oh, Chlorothy-Ring. Oh, doch, das hat sich gelohnt hier. Ah, sehr gut. Erhöht Ausdauerregeneration. Das ist natürlich sehr gut. Den wollen wir auf jeden Fall. Die anderen beiden hier auch eigentlich. Aber dafür muss erst Belastbarkeit hoch. Aber das ist sehr gut. Also unsere grüne Leiste da, die wird dann schneller wieder voll. Das ist natürlich richtig gut. So, war hier unten jetzt noch irgendwas oder war hier jetzt Sackgasse? Das hier sieht schwer nach Sackgasse aus. Und dann gab es hier noch einen zweiten Ausgang, das ist dann der hier. Achso, hier ist sowieso keine richtige Sackgasse, sondern wir landen dann hier. Ne, da war der Bossfight, hier kommen wir wieder runter, da ist wieder die Treppe, da ist wieder das andere Bonfire und so. Aber im Grunde sind wir jetzt hier wieder fertig mit dem Gebiet. Wir könnten jetzt eigentlich den Weg einmal durchrennen, aber... Ah. Also da ist noch so eine Art... Mini-Boss, wie gesagt, der, den wir um dann zum nächsten, ne? Also diese Prüfung, diese Mini-Prüfung, um so seid ihr würdig in das nächste Gebiet zu gehen quasi. Aber die machen wir wahrscheinlich nächstes Mal. Ich gehe dann nämlich jetzt erstmal zurück zum Shrine hier. Okay, eventuell haben wir jetzt auch genug Titanitscherben, dass wir das Katana mal wieder aufwerten können. Das wäre eigentlich ganz nett. Gleicher Text wie immer. Waffe verstärken. Vielleicht hat er ja auch manchmal einen anderen Text. Wie gesagt, ich habe beim ersten Mal durchspielen natürlich nie so richtig drauf geachtet. Ich wollte erstmal spielen, 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 spielen. Und habe gar nicht auf die Story wirklich geachtet und so. Okay, das können wir verstärken. Dann haben wir 8 mehr auf normalen physischen Angriffen und auf Feuerangriffen. Aber jetzt brauchen wir große Titanitscherben. Ich hätte vielleicht auch vorher gucken sollen, ob wir vielleicht eine Bosswaffe benutzen wollen. Das hat sich jetzt irgendwie auch erledigt.
Können wir natürlich immer noch, aber jetzt haben wir halt schon Upgrade-Items verschwendet, sozusagen. Wobei die Bosswaffen, die upgradet man eh mit anderen Upgrade-Items, fällt mir gerade ein. Von daher ist das nicht so schlimm, glaube ich. So, also ich nehme jetzt einfach mal das Uchigatana, nur zum Gucken. Wir haben jetzt noch diesen gealterten Edelstein. Oh, der verbessert anscheinend Scaling. Also da kriegen wir ein Scaling zurück. Oder erhöht der einfach flat den... Ach nee, der erhöht einfach flat den Damage, oder was? Der Krude... Nee, der Krude erhöht flat den Damage. Genau, dann hätten wir jetzt einfach 190 flat Damage. Der hier verbessert das Scaling, oder wie ist das? Sekunde mal, ich nehme mal irgendeine andere interessante Dexwaffe. Der Rapier ist zum Beispiel, oder Rapier, oder Rapier, oder wie auch immer. War zum Beispiel in Dark Souls 2 sehr interessant als Dexwaffe. Okay, vorige Edelstein kennen wir. Kruder Edelstein erhöht einfach flat den Damage, nimmt das Scaling weg. Gealterter Edelstein verbessert das Scaling aber irgendwie nur bei Stärke. Macht er das immer nur bei Stärke? Jetzt können wir mal irgendwas nehmen, was bei Stärke gut ist und bei Dexterity nicht so, wie das hier zum Beispiel. Der verbessert Dexterity. Also irgendwie verbessert er alles bis auf C oder so. Macht er einfach immer alles bis auf C? Hier haben wir was mit E und C. Oh ja, der macht anscheinend alles auf C. Okay. Gut, also wir können irgendwas, was gar nicht scaled oder schlecht scaled, aber einen hohen Grundschaden hat, können wir dann benutzen, damit es zumindest mit C scaled. Das ist vielleicht auch gar nicht teilweise so schlecht. Also hier zum... Achso, ja gut, die ist schon dunkel verzaubert. Naja, schlechtes Beispiel. Nun gut, ja, brauchen wir aber irgendwie im Moment nicht unbedingt. Verstärken können wir immer noch keinen. Was wir aber machen können... Auf jeden Fall dran denken. Ach, Maus ist schon wieder auf einem anderen Bildschirm. So. Wo ich auf jeden Fall dran denken wollte, ist hier das Knochensplitter-Pulver-Gedöns einzusetzen. Also untoten Knochensplitter, den können wir hier verbrennen. Unsere Estus-Flakons sind derzeit einfach so. Und jetzt steht unten links plus 1. Also die heilen jetzt mehr. Wie viel mehr, weiß ich nicht genau. Ich sage jetzt mal einfach 10% pro Upgrade oder irgendwie sowas wird das sein. Genau, weiß ich es auch nicht. So, wir haben ja mit dieser einen Dame gesprochen. Jetzt ist die Frage, wo die eigentlich ist. Ich meine, hier ist irgendwann auch mal jemand, aber im Moment ja offensichtlich nicht. Oder ist sie jetzt die, die mit im Schrein steht oder so? Die müsste dann hier irgendwo stehen. Nee. Irgendwie, ich weiß gar nicht, wo sie ist jetzt. Das ist ein bisschen blöd. Ist sie denn hier überhaupt? Weiß es nicht so genau. Wir werden es früher oder später eh sehen und erfahren. Wir sind aber, ich glaube, mindestens einmal gestorben. Ja, einmal, glaube ich. Dann können wir mit Yul jetzt, glaube ich, reden, um ein neues Level zu kriegen. Oh, our Champion of Ash. Welcome back. I would do anything for my master. Just say the word. Okay, Gegenstand... Was? Gegenstand kaufen? Nee, hä? Oh, wir verkaufen neue Zauber, oder? Jetzt kommt es mir gerade mehr vor. Okay, wir können anscheinend... Champion of Ash. Können anscheinend noch nicht wieder leveln bei ihm. Mal gerade gucken. Status. Aushöhlung 1. Vielleicht muss das einfach höher sein oder so. Damit. Ne? Was stand eigentlich gerade? Benötigte Seelen? 5566. Ach so, um fürs nächste Level ab. Okay, hast du eigentlich was Neues zu erzählen? Joke. Asking us to seek the Lords of Cinder. And return them to their molding thrones. We're talking. Nee, das kommt mir bekannt vor. Nope, nichts Neues. Okay. So, dann können wir. Boss haben wir nicht platt gemacht, aber einmal mit dir reden. Ja, bla 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 bla. Und was machen wir? Wir wollten ein, zwei Punkte mehr in Belastbarkeit reinpacken. Ah, oh, da fehlen uns 1500 Seelen. Die kriegen wir bestimmt aber von Items. Dann können wir direkt noch einen Punkt reinmachen. Ja, bla bla bla. Ich weiß. Alles gut. So, dann... Nein, nicht das da, sondern das da. Bam, wie viel gibt das? Oh, allein das gibt schon 2000. Wir brauchen nur 1500 oder so. Okay, dann machen wir jetzt noch einen Punkt. In Belastbarkeit können dann noch mehr tragen. Sehr gut, haben alle unsere Seelen irgendwie ausgegeben. Jupp, danke. Das heißt, wir können jetzt gerade noch die schwerere Ausrüstung anlegen. Was wollte ich denn ganz gerne? Ich wollte, glaube ich, hier mal einen vernünftigen Handschuh. Boah, Alter, immer noch 75%. Oh Mann, ey. Ja gut, da müssen anscheinend noch eine ganze Ecke mehr Punkte rein, wenn man da was Vernünftiges haben will. Aber die Hose ist schon mal ziemlich gut. Warte, mal gucken. Also, wem es jetzt immer noch nicht aufgefallen sein sollte, aber ich denke, mittlerweile hat es jeder verstanden. Rot heißt immer schlechter und blau heißt immer besser. Ne? Und bei Gewicht ist es natürlich dann besser, wenn es weniger ist. Bei einem anderen irgendwie besser, wenn es mehr ist. Nee, aber die Hose ist schon irgendwie so...
top, würde ich sagen. Also die ist besser gegen Magie, aber ja, nee, im Moment kriegen wir vor allen Dingen eigentlich physischen Schaden. Okay, so, dann können wir mal wegen dem Ring gucken. Den möchte ich auf jeden Fall anlegen. Wir sind immer noch unter 70. Wenn ich den auch anlege, sind wir auf 71. Können wir theoretisch Armschienen anlegen, die ein bisschen schwerer sind, aber wir haben irgendwie keine passenden. Können auch hier mal die Rüstung nehmen. Was eigentlich mit der da? Achso, die ist ziemlich leicht. Aber ich glaube, die sind ziemlich cool aus eigentlich. Also ich persönlich finde, dass die echt gut aussieht. Hat was auf jeden Fall. Aber dann nehmen wir mal diese Söldnerrüstung, die ist zumindest eine Ecke leichter hier. Und dafür können wir dann vernünftige Handschuhe nehmen. Und wir können den, nein, wir können den Ring immer noch nicht anlegen. Den da können wir anlegen, dann sind wir immer noch unter 70. Okay, ja, ist doch auch in Ordnung so. Gut, Freunde, das wäre es dann schon wieder für heute. Morgen, jetzt habe ich schon wieder diese Steam-Meldung da. Ich muss das echt mal ausstellen. Ich hoffe, ja, also, wenn ich auf meinem Zweitbildschirm gucke, ihr scheint die nicht zu sehen. Das ist echt interessant und ungewohnt. Naja. Gut, wenn es euch gefallen hat, lasst den Daumen nach oben da und morgen geht's dann los ins nächste größere Gebiet. Wir haben dann im Prinzip diese ganze Untoten-Siedlungsgeschichte hier fertig, also im Prinzip das ganze Kapitel fertig. Wenn man hier guckt, das ist ja so ein bisschen in Kapitel immer aufgeteilt und wenn ich mich recht entsinne, starten wir tatsächlich ein neues. Auch wenn hier teilweise noch nicht alle Kapitel ganz abgeschlossen sind, also das, naja, werdet ihr dann ja sehen. Gut, und dann würde ich sagen, bis morgen zur nächsten Folge. Ciao!